vermitteln, hast im Grunde ja schon sehr viel gesagt. Also wirklich die Kommunikation zwischen Hund und Mensch, auch das gegenseitige Verständnis insofern, als dass der Mensch da in Führung gehen muss, um den Hund erstmal zu verstehen, und dann kann der Hund auch folgen. Führung bedeutet Anlehnung beim Hund. Ja? Wenn er sich zurücklehnen kann und sagen kann, mein Frauchen, mein Herrchen kann das. Ich muss das nicht tun. Dann haben wir nicht so viele Hunde, die nach vorne gehen. Ja. Ja, die das regeln für den Menschen, weil der aus den Augen des Hundes nicht in der Lage ist. Ja. Meistens ist es aber eigentlich ein Missverständnis zwischen beiden. Okay. Missverständnisse korrigieren. Ja gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Oh. Ja, ist total spannend, mit dir hier zu reden. Und klar, da könnte man wahrscheinlich auch noch 2 Tage weiter. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Ja, für die Zukunft wünsche ich mir mehr Verständnis zwischen Menschen, zwischen Hundebesitzern, zwischen Hundebesitzern und Nicht-Hundebesitzern, zwischen Kindern und Menschen, die mit Hunden durch unsere Landschaft laufen. Ich wünsche mir Rücksicht und Respekt voreinander. Rücksicht in dem Fall, wenn ich sage, ich nehme meinen Hund an die Leine, weil mir da gerade ein Kind entgegenkommt, was deutliche Signale zeigt, dass es Angst vor Hunden hat, und die Hundeangst wird immer größer. Okay. Das nützt nichts, diesem kleinen Kind zu sagen, meiner tut nichts. Ne? Spielt ja genau. Oder auch, also ich muss dann in dem Fall wirklich so viel Rücksicht nehmen, dass ich sage, ich nehme die an die Leine, ich lege sie ins Platz und sag ihr, du kannst vorbeigehen, ich passe auf. Ich passe auf, dass dieser Hund dir nichts tut. Nach 4, 5 Mal wird sie vielleicht sogar fragen, darf ich den mal anfassen? Weil dieses Kind gelernt hat, dass ich die unter Kontrolle habe. Signalisieren als Hundebesitzer, dass wir sie kontrollieren können. Ja, dann ist auch der Hundehass nicht mehr so groß auf von Joggern oder Fahrradfahren, was ich durchaus verstehen kann. Ja. Wir haben alle ein Recht auf Unversehrtheit. Auch der Jogger und der Fahrradfahrer, das Reh, der Hase. Und der Hund. Der Hund auch, ja. Und zum Beispiel auch der Hund, wenn ich den zurücknehme oder wenn ich jetzt einen Hund habe, der frisch bei mir ist, der alt ist, der krank ist, dann habe ich meistens einen Grund, warum ich den an der Leine habe. Und dann ist es rücksichtslos von einem anderen Hundebesitzer, seinen Hund einfach darauf zulaufen zu lassen und später zu fragen, warum darf der denn nicht spielen. Ja? Wo ist das Problem, einfach mal zu sagen, ich nehme ihn zurück, und das sollte bitte jeder Hundebesitzer können, seinen Hund abrufen von anderen Hunden, von Joggern, von Fahrradfahrern, Autos natürlich sowieso, um erstmal kurz ein Gespräch anzufangen. Oh. Es wird also auch die Kommunikation zwischen den Hundebesitzern. Ja. Okay. Auch bei den Menschen allgemein. Ja? Dass man dann einfach sagt, warum ist denn der an der Leine, warum darf denn der nicht spielen? Ja? Wir müssen uns nicht rechtfertigen, aber das Verständnis wird größer. Ja, wenn dann jemand sagt, ich habe den gerade erst frisch, ich weiß nicht, der kommt noch nicht. Mhm. Ja, oder sagt, die ist alt, die ist frisch operiert, die ist läufig. Ja. Er ist aggressiv. Ja. Gut, okay, aber dann Hund hinlassen, ja, meiner tut nichts, dann kriegt er eins auf die Mütze und dann streiten die beiden sich. Toll. Super. Hätte mit einem einfachen Gespräch einfach geregelt sein können. Okay. Ja? Also Rücksichtnahme untereinander, aufeinander. Ja, genau. Fragen, bevor man einen Hund anfasst. Ich habe mehrere Hunde, die aggressiv sind, weil sie im Grunde genommen zu oft gestreichelt worden sind und das ungefragt. Ja? Ein Mensch, wenn ein Hund diese Bewegung macht, dann will der nicht angefasst werden. Ja, das nützt auch dem Hund nichts, wenn er sagt, du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Der hat keine Angst, der sagt nur, ich will das gerade nicht. Und wir sollten auch die Hunde respektieren. Und dafür müssen wir lernen, sie zu lesen. Das heißt, diejenigen, die zu dir kommen, müssen sich über was im Klaren sein. Also für sich, aber auch für den Hund. Dass ihnen der Kopf raucht, wenn sie bei dir sind. Okay. Entschuldigung. Ja, das haben wir schon mal. Okay, das macht schon mal müde. Ich bin recht strikt. Also es gibt, besonders wenn Gefahr im Verzug ist, bin ich da recht konsequent mit den Menschen, nicht nur mit den Hunden. Okay. Wer das lernen möchte, ist bestimmt bei mir richtig. Mhm. Ja, also wer Spaß dabei haben möchte, ist dabei bei mir richtig. Wir haben Riesenspaß und wir verstehen uns auch untereinander. Ja. Und auf diese Regeln, die Rücksichtnahme, der Respekt voreinander, achte ich sehr, sehr in den Gruppen auch. Und dadurch sind auch viele lange Zeit bei mir. Ja, weil es haben sich Freundschaften gebildet, wir achten aufeinander. Ja, keiner hat da ein böses Wort über den anderen und es wird geredet. Ja, und es ist einfach, deswegen
kann man sich auch 6 Jahre wohlfühlen. Ja, ja, okay. Und man kann dann den Spaß genießen. Wir genießen unsere Hunde nach dieser Zeit. Ach, schön. Wenn die fertig sind mit der Ausbildung, fängt der Genuss an. Okay. Ja? Und wenn man dann jemanden fragt, warum er noch bei mir ist, dann sagt er, weil es Spaß macht. Okay, super. Vielen lieben Dank gerne für die Einblicke und die Antworten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und, mir auch. Ja, alles Liebe weiterhin. Danke. Okay, viel Erfolg, wenn du mal einen Hund hast. Ja, ich komme zu dir. Versprochen. Okay, freue mich. Ja. Bis dann.